Liebe Delegierte, verehrte Gäste, der Ältestenrat hatte auf dem Berliner Parteitag einen Bericht über seine Tätigkeit vorgelegt, sein Mandat an den Parteivorstand nach 7 Jahren Tätigkeit zurückgegeben und ihn zu einer neuen Berufung des Ältestenrates aufgefordert. Da diese Empfehlung an den Parteitag als eine nicht verbindliche ausgelegt wurde, hat der Bundesausschuss den Bundesvorstand aufgefordert, eine neue Berufung des Ältestenrates in die Wege zu leiten. Im Verlauf dieses Prozesses standen 3 Möglichkeiten zur Debatte. Keine neue Berufung, da sich nach 25 Jahren der Existenz eines Ältestenrates die Mitgliedschaft stark verändert hat und neue Führungseliten an der Spitze der Partei tätig sind, die eine andere Führungskultur verfolgten. Die Bildung eines Diskussionskreises, der nicht in der Satzung verankert ist, aber durch die Zusammensetzung die Möglichkeit zu einer kontinuierlichen Debatte zu strategischen Fragen der Partei und auch der aktuellen Politik als eine weitere Variante. Und eine dritte Möglichkeit, den Ältestenrat als Satzungsorgan zu bewahren, über neue nötige Grundsätze in seiner weiteren Tätigkeit zu entscheiden. Das wurde in der Sitzung des Parteivorstandes auch am 10. und 11. Mai so getan. Da aus der eingereichten Vorlage an den Parteivorstand nur ein Teil 2 des Beschlusses veröffentlicht ist, möchte ich hier aus dem Teil 1 über die Funktion des Ältestenrates, wie sie dort definiert sind, etwas sagen. Der Ältestenrat ist in der Lage, unterschiedliche Generationen miteinander zu verbinden. Erfahrungen sind zumeist auch generationstypisch, so die Erfahrung der Generation, deren politisches Leben mit der Befreiung vom Faschismus begann. Eine Generation, die im Osten Deutschlands am Aufbau der DDR mitgearbeitet hat und die im Westen der Remilitarisierung Widerstand leistete. Und weiter heißt es in diesen Festlegungen, der Ältestenrat berät den Parteivorstand, bringt seine Kenntnisse in Entscheidungsprozesse ein und kann so einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung strategischer Positionen der Partei leisten und zur Debatte von aktuellen Problemen beitragen. Der Parteivorstand bittet den Ältestenrat, diese Aufgabe zu übernehmen. Da Zeit und Raum des Parteitages sehr eingeschränkt ist und noch mehr wird, zunächst 3 kurze Anmerkungen. Ja, wir müssen über Zukunft reden und wie wir erleben, reden darüber, können auch begeistern. Wir sollten dabei wie und mit Marx, aber in die Gesellschaft viel tiefer schauen. Bei uns, in Europa und auch in Lateinamerika. Das könnte das Profil der Linkspartei weiter prägen und stärken. Mit dem einseitigen Bestreben nach Rot-Rot-Grün anderen in der Linken den Willen zum aktuellen Platz in der Gesellschaft abzusprechen, könnte profilieren, aber den Gesellschaftendialog und den Platz der Linken in der Gesellschaft kaum stärken. In den Wochen vor dem Parteitag gab es unzählige Erklärungen
und Darstellungen mit ganz offensichtlich einer Absicht, die in vielen Millionen Auflagen von Zeitungen erschien. Real betrachtet begannen aber Aussagen über Politik und Strategie der Partei und die Masse der Mitgliedschaft stand dabei auf dem Nebengleis. Wir sollten eine solche Situation nicht wiederholen und hier heute beenden und an keinem Ort etwas Ähnliches noch zulassen. Wir haben im Ältestenrat im Dezember 2014 und im Februar 2015 zu grundlegenden Fragen linker Strategien und über Herausforderungen, die vor der Linken im gegenwärtigen Prozess der Friedensbewegung stehen, geäußert. Diese Aussagen kann man im Internet nachlesen. Für viele sind diese Äußerungen ein Teil einer öffentlichen Debatte, wie in den Satzungen auch definiert ist. Für andere erscheinen sie als Anstacheln und ein Angriff auf die Tagesordnung dieses Parteitags. Da hier Grundsätze der Satzung der Partei berührt werden, eine kurze Darstellung der Sache. Am 4. Dezember 2014 erklärten wir im Ältestenrat, in den letzten Jahren vollzieht sich in Europa, vor allem in Deutschland, eine weitgehende Zensur. Die Gesellschaft ist durch tiefe, dem Kapitalismus eigene Widersprüche gekennzeichnet. Unsere Welt ist erneut mit der Gefahr des Versuchs konfrontiert, den Ausweg aus der Krise in einem global bewaffneten Konflikt zu suchen. Die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit entwickeln sich in einer nie gekannten Breite, Tiefe und in verschiedenen Ausdrucksformen. Am 16. Dezember erhielten wir von unseren Vorsitzenden Katja und Bernd folgende Antwort, ich zitiere, im Dokument Neue Herausforderungen für die Linke und die Verantwortung des Ältestenrates schlägt der Ältestenrat vor, dass wir auf dem Parteitag im Juni unsere friedenspolitische Position erneut bekräftigen. Wir sehen hierzu keinen dringenden Bedarf. Und weiter, wir glauben vielmehr, dass wir durch stetiges Aufrufen unserer friedenspolitischen Position in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass wir an der Richtigkeit unserer getroffenen Position zweifeln. Ende des Zitats. Wir wahren uns aber mit unserer Haltung, wie im Bericht des Bundesausschusses zum Ausdruck kam, sehr, sehr einig. Im Ergebnis einer breiten Debatte und in weit über unsere Partei hinausgehend wurde ein Antrag G2, Frieden statt NATO, für eine Weltfriedenskonferenz mit über 1.800 Unterstützerinnen und Unterstützer aus mehr als 20 Ländern an unseren Parteitag gestellt. Diese 1.800 schauen weiter auf diesen Parteitag und behalten ihre Erwartungen gegenüber der Linken. Der Ältestenrat begrüßt dieses Anliegen und sieht darin auch eine grundsätzliche Übereinstimmung mit den vor uns formulierten Herausforderungen für die Linke. Die Partei hat diese Herausforderung mit der Übernahme der Idee einer Friedenskonferenz auch unterstützend übernommen. Wie die geführten Debatten zeigen, bleibt aber weiterer Bedarf zur inhaltlichen Klärung unserer Friedenspositionen bestehen. Es wird die Sache des Parteivorstands sein,
die entstandene Situation wirklich zu meistern und deutlicher denn je zu beweisen. Die Linke ist und bleibt eine Friedenskraft. In den Wahlkämpfen 2016 und 2017 werden wir den Ruf Friedenspartei, Partei für Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu sein, neu zu bekräftigen und für eine starke Fraktion in den Parlamenten einzutreten und zu kämpfen. Bald wird der 25. Jahrestag der Vereinigung der beiden deutschen Staaten mit dem Beitritt der DDR zur BRD und dem Abschluss des 2+4-Vertrages verbunden und dem Abzug der sowjetisch-russischen Truppen in Deutschland sein. Am 7. Oktober 1989, zum 40. Jahrestag der DDR, marschierten die Streitkräfte der DDR auf. Der oberste Militärführer der Staaten im Warschauer Vertrag, Michail Gorbatschow, weilte in Berlin. Die NATO funktionierte. Die Zeichen des Kalten Krieges konnten nicht deutlicher und die Gorbi-Rufe der Jugend kaum lauter sein. Das politische Vakuum in der DDR blieb und am 9. November abends fiel die Mauer in Berlin und die Grenzen zwischen NATO und Warschauer Vertrag waren von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer geöffnet. Wir standen wohl nicht am Abgrund, aber am Rand von Gefahren. Mit Gewalt und Gegensätzen standen wir schon. Welchen Platz hat hier das Wort Gorbatschow, habe die sowjetischen Truppen auf dem Boden der DDR nicht eingesetzt? Der Oberkommandierende des Warschauer Vertrages, Armeegeneral Luschew, wollte jeglichen Konflikt mit der NATO verhindern und brauchte dafür in allen Mitgliedstaaten des Bündnisses eine Lage ohne Gewalt. Auch in den Gesprächen mit Gorbatschow im Dezember 89 und am 30. Januar 90 in Moskau war von der Frage nach einem Truppeneinsatz keine Rede. Wir wussten damals doch sehr genau, welche Gefahren im Herbst und Winter 89-90 für einen militärischen Konflikt noch immer zwischen den Blöcken NATO und Warschauer Vertrag in der Luft lagen. Das verkündete Ende des Kalten Krieges ist nicht erreicht worden. Aber zum heißen Krieg ist es damals auch durch die Bemühungen aller Beteiligten in Ost und West nicht gekommen. Der heiße Krieg, ob von den Willigen oder der NATO, auch mit deutscher Beteiligung, kam in Jugoslawien und anderswo später zur Entfaltung. Wir können und müssen an alle weiter appellieren. Wir brauchen keinen Krieg, wir brauchen Frieden. Ja, wir brauchen Vertrauensbildung und wir brauchen nicht eine ständige Eskalation. Die undiplomatischen, jeglicher Vertrauensbildung widersprechenden Worte der deutschen Bundeskanzlerin in Moskau von einer verbrecherischen Aggression Russlands in der Ukraine-Frage war mir wie ein Schlag ins Gesicht. Als die sowjetisch-russischen Truppen 1994 am Ehrenmal in Berlin-Treptow Abschied nahmen, sangen sie: Und Deutschland, wir reichen dir die Hand. Und der Marschall der Sowjetunion, Kulikow, reichte sie mir. Becher und Eisler haben in einem Lied
das Wort geprägt, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Und sie hatten nicht nur die Deutschen, sie hatten die Mütter aller Völker vor Augen. Und angesichts der 27 Millionen Toten der sowjetischen Völker im Zweiten Weltkrieg hat der sowjetische Dichter Jevtuschenko die Frage in den Raum gestellt, der wir uns auch heute immer wieder zu stellen haben. Meinst du, die Russen wollen Krieg?